болельщики, желаю вам хорошего настроения и отличной игры. Kaliningrader Fußballstadion offiziell eröffnet. Am Samstag fand die feierliche Eröffnung des neuen Kaliningrader Fußballstadions auf der sogenannten Oktoberinsel statt. Gäste waren die ehemalige russische Vizepremierministerin für Soziales, Olga Golodets, und der Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow. Селфи-палки, рабочие предметы, Nach einer 15-minütigen feierlichen Einweihungszeremonie begann das Fußballspiel Baltika gegen Tjumen. Die Kaliningrader Mannschaft gewann dabei mit 3:1 haushoch. Bei dem Spiel handelt es sich um das letzte von drei Testspielen, die entsprechend den FIFA-Festlegungen vor Beginn der Weltmeisterschaften durchzuführen sind. Beim jetzigen Spiel wurde eine 100%ige Auslastung angestrebt. Verkauft wurden 28.800 Tickets. Im Stadion selber befanden sich 31.225 Zuschauer. Das Stadion hat ein maximales Platzangebot für 35.000 Zuschauer. На стадион Калининград. Уважаемые зрители, для входа на стадион приготовьте ваши билеты, а также вещи к досмотру. Обращаем ваше внимание, что при выходе с трибун повторный вход невозможен. Курение на всей территории стадиона категорически запрещено. Стадион. Kaliningrad-Domizil hat vor Beginn des Spiels die Insel besucht und einen Eindruck über den Zustand der Insel, des Stadions und der Infrastruktur gewonnen. Noch ist nicht alles fertig, aber es handelt sich nur noch um Kleinigkeiten, die in den Außenflächen noch zu erledigen sind. Stunden vor dem Spiel wurde eine Volksfeststimmung organisiert. Bei bestem Wetter eine gelungene Veranstaltung, die schnell die Unannehmlichkeiten vergessen lässt, die durch die Sperrung der Innenstadt für die Bürger entstanden waren.